Liebe Erlangerinnen, liebe Erlanger, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch heute kurzer Sachstand aus der Führungsgruppe Katastrophenschutz und Corona. Das erste ist die gute Nachricht. Wir haben nach wie vor keine neuen Fallzahlen in Erlangen. Das ist hervorragend und es liegt natürlich daran, dass ganz viele von Ihnen sich verantwortungsbewusst verhalten. Mir geht es heute um einen ganz wichtigen Aspekt. Der eine oder andere hat es ja schon mitbekommen. Man sieht es auf dem Bergkirchweihgelände. Da haben wir von Seiten der Stadt an vielen Stellen Zäune aufgebaut und damit auch das ganz klare Signal gesetzt. Jetzt erst am Vatertag und dann auch am Pfingstwochenende, da ist es nicht der Ort, um sich zum Feiern zu treffen. Klar, der Entlasskeller oben, der Biergarten hat geöffnet, da kann man auch hingehen. Ich empfehle eine Platzreservierung in jedem Fall. Aber darüber hinaus ist das Gelände gesperrt und insbesondere während der Bergzeit werden wir von Seiten der Stadt auch gemeinsam mit der Polizei Kastenläufe und auch all die anderen Orte, an denen man sich so während der Bergzeit zum Feiern trifft, Bürgermeistersteg, Wörmelinsel und was es da alles so gibt, da werden wir das Feiern unterbinden. Da geht es zum einen darum, dass wir alle gesund bleiben und dass am Ende es nicht zu weiteren Todesfällen kommt. 11 sind es bislang in der Stadt Erlangen und jeder Einzelne ist auch einer zu viel. Zum anderen geht es aber auch darum, die Erfolge, die wir jetzt erzielt haben, nicht zu gefährden. Wir wissen alle, wenn in Erlangen die Infektionszahlen wieder steigen und so ein Hotspot rund um ein Bierfest, auch wenn es kein offizielles ist, sondern nur dadurch zustande kommt, weil viele Menschen sich an einer Stelle treffen und miteinander feiern. Das hat zur Folge oder kann zur Folge haben, dass es dann unmittelbar in Erlangen auch wieder zu Einschränkungen unseres Lebens kommen kann. Und das möchte ich, das möchte die Stadt, das möchte die Polizei auf jeden Fall verhindern. Deshalb meine Bitte, umso schwer es fällt. Und ich weiß, wie toll das Wetter wird und ich weiß, wie sehr wir uns alle danach sehnen, wieder gemütlich in den Biergärten zu sitzen und auch miteinander zu feiern. Bleiben Sie vernünftig und halten Sie weiter Abstand, damit wir nach wie vor die Situation ordentlich unter Kontrolle halten können. Das wäre meine Bitte jetzt für die Feiertage und bitte haben Sie auch Verständnis für die wirklich einschneidenden Maßnahmen, die wir treffen. Glauben Sie mir, Bauzäune aufstellen rund um den Biergarten, das ist nicht das, was wirklich viel Spaß macht, aber es ist in den jetzigen Zeiten einfach notwendig. Also halten Sie Abstand, bleiben Sie gesund.